ich gehe jetzt mein Inventar lang machen und dann gehe ich schnell Wolle holen. Ich brauche ja noch... Ah nee, Wolle habe ich. Rote Blumen brauche ich. Halt, wir haben ja jetzt ein Lager mit einem Huhn drin. Jetzt nicht mehr. Tschüss, Huhn. Aber ein Schlafzimmer darf das nicht. Ich mache die Schlafzimmertür schnell zu. Da ist Marvel. Werkzeug hattest du doch auch irgendwo, ne? Ja, da wo die Ranke ist. Wo das Huhn gerade drüber gelaufen ist. Da sind auch meine Sägen drin. Weil eine leere Kettensäge bringt mir gar nichts. Mein Energy Collector, oder wie das Ding heißt. Wird es gerade nachts? Sieht so aus. Das heißt, ich räume jetzt noch mein Inventar fertig aus und dann gehen wir erstmal ins Bett. Bro, ich wollte gerade in die Mine ein bisschen minern. Ja komm, lass ins Bett, weil sonst kann ich ja nicht außen sammeln. Und du musst natürlich deine Katze loswerden. Das ist kein Problem, die schubse ich. So, sitzen bleiben. Frage. Extremsportart, Katzen vom Bett schubsen. Tust du die Katze mobben? Ja. Ah! Alter, eine Red Matter Werkzeuge machen mich fertig, ganz ehrlich. Kannst du ja andere bauen? Ja, nee, wenn du mir schon solche Dinger baust, dann nehme ich sie schon her, aber. Das ist so, man muss so aufpassen, wo man hinhaut. So. Ja, 10 in den Kampf. Nee, Mann, tun wir gar nicht, aber. Hm. Ach nee, Leder ist glaube ich kein Essen. Nein, das gehört zu den Tieren rein. Ah, weil ich hier gerade diese Marble-Blöcke-Dinger-Bricks dabei habe. Ich mach mal die zwei Löcher zu. Ja. Und ich gehe, wie gesagt, in den Keller. Ich suche die Schlucht. Ich will ein bisschen minern. Ich möchte irgendwann auf Elektrizität umstellen. Ja, dazu brauchen wir viel. Erstmal Redstone. Okay, dann musst du aber ein bisschen tiefer graben, als das, was der Keller jetzt hergibt. Ja, aber hier gibt's ja Marble. Deswegen hoffe ich ja, dass hier noch früher oder später eine Schlucht kommt. Warum gehst du nicht außen rum? Da ist doch diese Insel, wo das Wasser so abbricht. Dann brauchst du die Schlucht nicht suchen. Stimmt eigentlich. Hier sind nur gelbe Blumen. Oh, die Vögel. Ja, hallo Schiebmatze. Ausgang? Gibt's nicht. Ich verlaufe mich hier in eine Höhle oder in einen Keller, der nicht größer ist als meiner zu Hause. Ich weiß keine Ahnung. Ah, oh, rote Blumen. Oh, super, voll an der Steilklippe. Ach, ich komm hin. Und alles voller Eier. Ei, ei. Wenn du Gummibäume siehst, ne, sag mir Bescheid. Ja, ich habe aber kein Dingens dabei. Aber das sind keine, glaube ich. Das sind nur Tannen. Warte mal kurz. Vögel sind genauso schlecht gelaunt wie gestern. Ich brauche keinen Atmos. Bei mir zwitschert's auch so. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Zum Arbeiten? Ich weiß es nicht. Muss ich kurz auf mein Handy gucken. Nein, privat. Gott sei Dank.
dachte ich schon, ich hätte einen Gummibaum vor. Ach Quatsch, ich guck ja falsch. Das war keiner, das sieht man doch. Oh, Steffi, das sieht man doch. Ja, die Gummibäume, die kann man ja, die haben oben erkennen. So einen Zipfel da drauf. Genau. Ja, ja, was man durch Let's Plays gucken alles lernt, ne? Ja. Oh, ich bin in luftige Höhe. Oh, da geht's weit runter. Oh, das sieht ja cool aus. Oh, da hinten ist eine rote Blume. Aber wenn ich den Gummibaum finde, dann kloppe ich ihn trotzdem zusammen in der Hoffnung, dass mir, also die Blätter zumindest, dass mir die Samen haben. Dann können wir sie vors Haus pflanzen. Ja, so ein Sampling wäre was Feines. Ja, das ist, mir so. Sogar das ist mir sogar lieber als ein Gummibaum selber. Oh, ich will nicht in die Schlucht. Hast du Angst? Zwei Skelette, ein Zombie und ein Creeper. Ja, meine Creeper-Begegnung hatte ich heute schon. Von hinten hat er sich angeschlichen, die Sau. Ih, von hinten. Gott! Jetzt geht das ja auch schon los. Ich hab ja Pfeil und Bogen. Ich treff damit nie, ich hab das. Ich lass das. Hoffentlich finde ich. Zurück. Doch, zwei, ich finde zurück. Aber zwei Creeper ja, erlebt. Erlebt oder erlegt? Erlegt. Erlegt. Achso. Und Skelette habe ich schnell umgenockt mit meinem Schwert. Also wo auch immer ich gerade rumläufe, mit Gummibäumen sieht es hier irgendwie aus. Aber ich habe schon wieder eine Ölquelle. Nicht, dass wir direkt vor der Haustür eine hätten, ne? Die brauchen wir auch so viel, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe davon ja keinen Plan. Ja, ohne dass wir irgendwie eine Engine oder sonstiges bauen können, bringt uns das Öl erstmal gar nichts. Ja, ich weiß. Ich komme dann ja zu meinen Helfen. Ich wollte den Boden fertig machen. Wie sieht denn das aus? Bäh. Spinne. Mach erstmal, ja. Spinne! Ich glaube, du spinnst! Die Spinne spinnt. Was wollen wir denn als erstes bauen? So eine Quarry also nochmal hier? Ich würde sagen. Oder? Energiequelle erstmal, hast du gesagt. Erstmal Energiequelle und dann würde ich gerne die Öfen umbauen. Mhm. Und ganz wichtig, ein Aua, Creeper. Nee, ein Mechatrator. Also hier so ein Zerschnibbelding. Ah. Weil damit können wir die Erze dann nämlich aus einem Erz kriegen wir nicht ein Metall, sondern zwei Metall. Ah ja, okay. Ich muss gerade aufs Schwert wechseln, hier geistert ein Enderman rum. Ein Enderman? Ja, du hast Probleme, mir kommen die Creeper und die Spinnen und die Zombies und so alle entgegen. Ja, für das, dass ich noch nicht mehr in der Höhle bin, ne? Oh, Enderman, Skelett. Das grunzt mich an. Jetzt bin ich erst. Oh, 106. Und Creeper wieder. Mag die Creeper nicht, der springt mir hier das ganze Marble weg. Das ist uncool. Also hier hinten im Nadelwald sind zumindest keine, sag mir's. Creeper? Nein, Gummibäume. Ah, Gummibäume. Oh, ich bin an einem Tor angekommen. Hast du eine anderen Welt? Ihr blöden Creeper, jetzt reicht das aber langsam. Hast du in einer anderen Welt Gummibäume irgendwo gesehen gehabt? In einer anderen Welt, ja. Welcher? In World. Ah, okay. Also direkt vor meiner Haustür stehen welche und dann ist dann Wald in der Nähe. Aber normal müssen im Dschungel ganz viele spawnen. Im Dschungel? Ja. Da habe ich noch gar keine gesehen. Ich habe mal einen... Wobei, im Singleplayer hatte ich mal so einen Riesenbaum. Hast du das schon mal gesehen? Diese Riesenbäume? Ja. Der war ja krass. Haben wir hier im Dschungel auch. Ja? Ja. Oh nee, hier in World ist Nacht. Ah ja, hier gibt ja keine Monster in deiner komischen Welt da. Ist ja langweilig. Schon wieder so ein Creeper-Monster. Also die Schlucht ist nichts für mich. Hier explodieren ständig die Creeper. Ach, das schaffst du schon. Schon wieder einer. Sag mal. Ja, du musst Licht machen. Geht nicht, die schwimmen mir die ganze Zeit die Fackeln weg.
Ich sehe schon, du hast echt keine Erfahrung mit Monstern an, oder? Doch. Doch. Aber hier kommen die Monster mehr als in allen anderen Welten bis jetzt. Du hast doch auf Easy gesehen. Also wenn es hier keine... wenn es keine... Nee, wenn es Creeper-Spawner geben würde, würde ich sagen, hier ist irgendwo einer. Vielleicht... ja, keine Ahnung. Die Kühe in dem Texture Pack sind echt hässlich. Ich finde die voll gruselig. Ich finde die Creeper gruselig, wo schon wieder einer davon da ist. Ich hatte ein Texture Pack, da hatten sie so japanische Flaggen über dem Kopf, so Harakiri, boom. Alter, lass mich in Ruhe. Ah, jetzt bekämpfen die Bogenschützen sich gegenseitig. Ist auch gut. Aber irgendwie treffen die mich immer besser als sich gegenseitig. Muss ja nicht im Weg rumstehen. Nein, jetzt nicht, aber normalerweise, wenn die mich beschießen, treffen die mich besser als sich jetzt gerade eben gegenseitig. Achso, sie treffen sich nicht. Genau, jetzt haben sie sich mittlerweile umgelegt gegenseitig, aber das hat gedauert. Wieso haben die das überhaupt gemacht? Weil du dazwischen standst oder wie ist das? Ich weiß nicht, die haben sich gegenseitig getroffen, kurz, und dann beschießen sie sich gegenseitig. Achso. Also auf deinem Gummibaum hängt einen dran hier auf World, aber es kommen irgendwie keine Saplings aus den Blättern. Ja, die Samplings sind auch eher selten. Ist mir aufgefallen. Hast du hier irgendwo so einen Haken, dann würde ich das Gummi mitnehmen. Musst du gucken, da liegt in einer der Kisten eine elektrische Tree Trap. Haha, in einer der Kisten, aha. Ja, hinten sind zwei Kisten, einmal wo Gemischtes draufsteht und einmal direkt an der Treppe nach oben. Also die beiden Kisten, in einer von dem Bunker Kisten. Sozusagen. Genau. Was steht da dran, hast du gesagt? Gemischtes. Achso. Und eine Kiste ohne Schild, die ist aber direkt an der Treppe, die noch ein Stockwerk höher führt. Zombie! Direkt an der Treppe. Also in der gemischten Kiste ist keine und die an der Treppe, die Kiste bin ich mir nicht so sicher. Aber ich bin blind. Kann natürlich auch sein. Ah! Aber ich nehme die Eier mit, dann können wir uns eine Hühnerfarm machen. Klaust du einfach aus Wild Eier? Ja. Hast du die Tree Trap gefunden? Nein, einen Schraubenschlüssel habe ich gefunden. Haha. Nee, ich finde keine Tree Trap. Da sind zwei Kisten mit gewischtem Grab drin, aber da ist keine drin. Aus was baute man die? Ich suche jetzt die Holz. Holz. Brauchst du 6 Holz und die ordnen so ein bisschen an wie ein Wasserhahn. Okay, warte. Ach, hier oben ist noch eine Kiste. Okay. Ah ja, hier oben ist sie. Die Schlucht geht auf jeden Fall sehr weit. Ich habe sie gefunden. Gut. Die war ja ganz oben. Oh, war ja, ganz oben, oh. Ja. Ich glaube, die Bedbox da oben dürftest auch schon gesehen haben, ne? Ich habe nicht reingeguckt. Soll ich da was rausholen oder nicht? Nein, wenn die Tree Trap leer ist, oder wenn du irgendwelche elektrischen Sachen hast, die leer sind. Achso, ja, die Tree Trap ist komplett aufgefüllt. Die kannst du da reinlegen. Was davon ist die Bedbox? Ich habe noch keine gebaut. Das sind Sachen mit Wasserhahn, das sind Sachen mit Strich, so ein Hacke und so. Du hast die elektrischen Geräte, wie zum Beispiel. Ah, hier ist ein Electric Furnace, genau. Genau, und von da aus, wenn du die anguckst,
Ganz rechts. Ganz rechts, so ein bisschen in der Decke, wo das Kabelkram ist. Ah! Ja, schön. Sie fühlt sich unterfordert. Power Level 40.000 von 40.000. Ja, ist gut, dass sie so viel hat. Mittlerweile sind die ja so ausgelegt, dass sie eigentlich nicht laufen können bei der Auslastung, die ich habe. Mhm. Und ich komme nicht mehr raus. Ich habe mich wieder mal verlaufen. Soll ich den mitnehmen? Aber es ist voll... Ich komme da... Mein Gott. Jetzt muss ich mich da hochbauen, damit ich das Gummi da holen kann. Das ganz oben. Deine komischen Gummibäume sind riesig. Wieso sind die so groß? Weil ich es kann. Ah. Ich bin noch so klein. Es war echt nur der... Das war das einzigste Gummi, was dran war. An drei Bäumen. Es passiert, wenn die einmal gezüchtet sind, dann dauert das eine Zeit, bis, wenn überhaupt, was nachspawnen. Soll ich die Tree Trap mitnehmen? Oder soll ich sie hier lassen? Wir können für das bisschen auch die aus Holz nehmen. Aber nee, du kriegst mehr raus aus der, habe ich jetzt. Das kann sein, dass du da mehr rauskriegst. Ich weiß nur, dass die nicht kaputt geht. Achso, die geht nicht kaputt. Deswegen habe ich die gebastelt. Ja, soll ich jetzt mitnehmen oder nicht? Nimm mit. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo... Das Tor ist hier so versteckt, ich finde das immer nicht. Und das war da vorne irgendwo, genau.